Veranstalter. Zur Erteilung von Weisungen und dergleichen hatte Funk für die Führung der Wirtschaft in den besetzten Gebieten. Im Einzelnen kann ich das hier, oder besser gesagt, kann ich mich heute nicht genau erinnern. Die Generalweisung bekam er von mir. Wie weit er aufgrund nun dieser Generalanweisungen im besetzten Gebiet auf seinem Teilgebiet aus diesen Generalanweisungen ressortmäßige Anweisungen und an wen gegeben hat, kann ich nicht speziell umreißen. Sie fußten jedoch immer auf meiner persönlichen Verantwortung. Die Richtlinien der gesamten Politik, auch der Außenpolitik, bestimmte. Das ist ja selbstverständlich. Vor allem die Außenpolitik war das ureigenste Gebiet des Führers. Ich möchte sagen, die Außenpolitik einerseits und die Führung der Wehrmacht andererseits nahmen das größte Interesse und die Hauptarbeit des Führers in Anspruch. Darf ich daraus schließen, dass er sich auch um Einzelheiten in der Außenpolitik annahm? Er hat sich hier außerordentlich in die Einzelheiten, diese Einzelheiten angenommen, wie ich schon eben sagte, auf beiden diesen Gebieten, wegen seines hier besonders hohen Interesses. Hat Ihnen Hitler ausdrücklich verboten, das Memorandum am Polen vom 30. August 1939 aus der Hand zu geben? Er hat es mir nicht ausdrücklich verboten. Ich weiß nicht, ob der Führer wusste, dass ich es in der Tasche hatte. Er hat aber generell es verboten dadurch, dass er dem, der es hätte ausliefern müssen, nämlich Herrn von Ribbentrop, die Auslieferung verboten hat, sodass ich dieses Memorandum tatsächlich gegen das ausdrückliche Verbot des Führers ausgeliefert habe, was an sich ein Risiko darstellt, dass, bitte dies nicht falsch zu verstehen, wohl überhaupt nur ich übernehmen und tragen konnte.